Ciao, meine Damen und Herren, und willkommen zu Spotgesser. Tag, Leute, hey. Es seid her, weil ich euch trainiere. Das ist kein Zuckerspiel. Ein Zuschauer von mir, und zwar Drunken Noob, hängt mir schon seit Monaten in den Ohren. Ich soll doch bitte mal Spotgesser-Videos machen und mal gucken, wie es so ist und wie mir es so gefällt. Drunken, Kuss, Allah, ich mach das jetzt. Let's go. Ich war hier noch nie. Ich nehme an, man guesst halt Spots. Ich gehe mal auf Random und guck, was passiert. Oh Gott, Anubis. Ich spiele nie, wir haben gestern einmal Anubis gespielt, aber ich hab keine Ahnung, wo das ist, null. Also wir spielen Anubis halt wirklich eigentlich nie. Zufällig gestern einmal kurz gespielt, aber als wenn ich mich da umgucken würde. Okay, Achtung, ein Hardcore Wild Guess. Das ist jetzt einfach nur geraten, weil ich gestern dort immer wieder hier Richtung B geschlappt bin. Und zwar sage ich, es ist einfach genau hier. Ne, hier ist eine Bank und hier ist das Teil. Also ich denke, es ist komplett falsch. Aber, uiuiuiui, ich wollte gerade sagen, was für ein Spawn überhaupt, CT-Spawn ist das, ne, da hinten. Null Punkte. Scheiße. Kann ich, sehr gut, eine andere Map, optimal. Gut. Auf Cash eine brennende Tonne. Die gibt es ja zuhauf. Ich dachte, das wäre ultra easy, ich könnte einfach alles durchacen, aber dem ist nicht so. Aber auch hier muss man wiederum sagen, wir spielen halt auf eSportal die offiziellen Maps und da ist eben Cash nicht dabei. Wir haben Cash seit Jahren nicht mehr im normalen Match gespielt. Ich könnte jetzt natürlich mir eine Map aussuchen, die wir immer spielen, aber jetzt bin ich doch interessiert, das irgendwie rauszubaldobern. Hier links ist noch ein Eingang zu einem Türchen. Ich überlege gerade, steht hier irgendwas? Nee, es wird dann vor allem auch abgebildet, oder? Weil immerhin ist ja vorne die Tonne ja abgebildet. Das hier kommt mir so halb bekannt vor. Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Man kann es groß machen. Das ist ganz unangenehm, weil man halt dieses Déjà-vu-Feeling hat. So, das kenne ich. Aber wo das ist? Ach du Scheiße, Herr. Schreibt mir auch sehr gerne, was ihr gewählt habt. Also wie nah ihr dran gewesen wäret ungefähr. Hoppala, jetzt habe ich hier schon was markiert. Das war so nicht geplant. Ist es vielleicht hier vor Checkers oder wie es heißt? Ich habe so ewig nicht mehr gespielt, dass ich keinen Plan mehr habe, wie die Dinge heißen. Es passt, ne? Weil hier ist auch so eine Tonne abgebildet, wie hier vorne. Und du hast die Tür hier. Oh, das ist das hier. Oh mein Gott, das ist das. In Sunroom steht man ja noch weniger oft. Okay, wisst ihr was? Ich mach's fest. Auf zwei Plätze auf der gesamten Map. Entweder ist es hier bei Sunroom oder ist es hier. Ich glaube, der Boden ist anders hier drin. Ich glaube nicht, dass der Boden so moosbewachsen ist. Das hier außen aber schon, weil es ja außerhalb ist. Oh, ich mache jetzt hier außen. Komm, let's go. Bitte. Oh, 100 von 100 Punkten, meine Damen und Herren. Allah. Okay, das war krass. Distanz 1,3 Units dann oder was? Okay. Ich bin schon so ein kleiner Macher. Vertigo. Upper. Immerhin schreiben sie Upper. Die 51 steht, glaube ich, hier draußen. Warte kurz. Ich muss kurz raffen, wie die Map überhaupt ist. Die 51 steht, glaube ich, hier an der Wand. Hier liegen auch diese Kackdinger. Ne, hier. Hier. Oder? Wenn man hier rauskommt, guckt man links auf die 51. Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster und sage, merkt ihr was? Die Map kenne ich halt. Deswegen weiß ich, wo die 51 steht. Ah! Wir spielen halt Vertigo tatsächlich mittlerweile öfter als Cash und so weiter, weil, wie eben schon erwähnt, Cash ja gar nicht im normalen Map-Pool ist. Das war jetzt lächerlich. Also da muss ich aber sagen, kleiner Macher bin ich schon. Komm, gib mir noch eine Map, die ich... Das zwei leckt mich am Arsch. Auch eine, die halt nicht mehr gespielt wird, die es schon lange nicht mehr im Pool gibt. Aber das soll ich doch irgendwie gebacken bekommen. Oh. Wir haben letztens, glaube ich, im Intern mal wieder das 2 gespielt. Nochmal hier an der Stelle, Drunken, vielen lieben Dank für den Tipp. Das ist ja richtig, richtig, richtig geil. Das macht so Bock. Ach du Scheiße, Herr. Wo sind solche komischen, verköttelten Dinger? Ist da beim Auto so ein Fahren oder was? Oder ist es eher bei B? Okay, lass kurz überlegen. Also hier ist halt Stein. Da kannst du mal nicht sein, da ist auch Stein. Ist hier oben Stein? Warum ist das grün? Wo ist denn das hier? Wo ist das? Auch hier wieder dieses Déjà-vu-Gefühl. Ah ja, ich kenne das, aber jetzt sagen können, wo? Wie sind die Wände? Ich glaube, hier sind normale Steinwände. Ja, vor allem hier wäre ja dann dieser Absatz sichtbar. Okay, pass auf, ich sage entweder hier, hier oder hier. Ich mache mir jetzt hier hin, aber das ist wahrscheinlich kacke. Eieieiei, hinten bei Bena, sicher. Ich bin halt kein Schisser, ich hock da nicht oft. Okay, also bis jetzt 2x0 und 2x100. Aber, die beiden Nuller waren halt Maps, die wir nicht spielen. Oder schon ewig nicht mehr gespielt haben. Bei Cash kam halt dann zurück die Erinnerung, aber die Map, die ich bis jetzt aktiv spiele... Ach, Ancient, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verschissen? Wer spielt denn Ancient? Wait a minute. Oh, Gottes Willen. Ich bin mir sicher, so einen Shot von oben würde ich auf jeder Map, die ich spiele,
recht gut erkennen können. Aber das, also hier ist irgendwie eine Treppe und dann ist hier nochmal so eine kleine Stufe. Könnte Panon-Keller sein. Es ist keine Tür drin, also das ist schon mal nicht das hier. Achtung, pass auf, ich gehe einfach das Ausschlussverfahren durch. Hier ist es, glaube ich, nicht. Hier ist es auch nicht. Ist es der Eingang zu Donut? Wenn das jetzt hier in Donut reingeht, wahrscheinlich habe ich die Perspektive aber auch nicht richtig im Kopf. Aber das hier ist es, glaube ich, auch nicht. Es könnte das hier sein. Ist vor Donut sowas? Das behalten wir mal im Kopf. Dann rennt man hier durch. Innen drin hat das hoffentlich keine sowas halt. Ich mache jetzt einfach das hier. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es. Lala! 99 von 100. Komm, mach 100 raus. Einfach zu einfach. Let's go, weiter. Eine mache ich noch. Train, könnt ihr bitte normale Maps machen, die man auch spielt? Wie zum Beispiel Inferno spielen wir sehr oft. Mirage spielen wir sehr oft. Selbst Nuke. Naja gut, Nuke spielen wir jetzt nicht oft, aber ab und an. Overpass spielen wir recht oft. Vertigo spielen wir recht oft. Ja. Pass auf, wir machen es so. Ich mache jetzt noch das hier und dann suche ich mir eine Map aus und wir gucken, ob ich da easy peasy 100% knall. Ja, das Ding steht logischerweise, ist auch klar. Ist das vielleicht das? Ne, da stehen zwei, ne? Da. Okay, das war ein bisschen vorschnell, 2 von 100, okay? Aber okay. Hätte ich eh nie im Leben gerafft. Das hätte ich nie im Leben. Also ich hätte vielleicht irgendwann gesehen, oh, huhu, das könnte das Teil sein, aber naja. Ich suche mir jetzt noch eine Karte aus. Was erwartet? Ich gehe jetzt auf Inferno. Achso, ich kann die. Achso, du könntest die ja richtig rausnehmen. Das ist aber nice. Dann mache ich jetzt mal nur Inferno, okay? Komm und Mirage. Aber ich sage Inferno kann. Ich mache jetzt nur Inferno, weil ich glaube, Inferno kann ich am besten. Lächerlich. Da würde ich direkt Banane oben sagen. Hier. Das ist direkt hier. Hallo, Punkt setzen bitte. Bing Bong. Ich kann den Punkt nicht setzen. Ich bin noch im Alten gefangen irgendwie. Guck mal, da stehen noch die Punkte. Das ist 100% das hier. 1 Milliarde % ist es, hoppala, ist genau hier. Und zwar hier, das hier. Da ist das Fass, da oben ist Balcony, hier ist der Balcony. Ja, schade. Das sind 100 Punkte, ich sag's euch. Warte, ich F5 mal, bitte sei nicht weg. Ah, scheiße. Das ist ja noch einfacher. okay. Das ist direkt hier. Einfach so einfach. Komm, eins machen wir noch, weil es zu einfach war. Let's go. Gönnung. Alter, ich fühle mich gerade wie dieser eine, der bei GeoGuessr so reinhaut. Das steht, glaube ich, bei Second. Da sieht man ja auch, wie es hochgeht. Ich glaube, in dem Bereich, noch vor dem Ding hier. Boah, ist es so? Bin mir gerade nicht sicher. Let's go. Ah, shit. Knapp, es ist doch dann hier schon. 80 von 100. Letzter Guess. Let's go! Das ist das Teil, auf das ich immer aufspringe, oder? Das steht doch hier, warte. Naja, auf einmal trifft mich Unsicherheit. Hier ist doch auch irgendwo so ein Ding, oder? Um Gottes Willen. Ich dachte doch immer, komm, wir fahren mit der Vespa hoch. Boah, okay, das ist haarig. Das ist echt haarig. Hier ist, glaube ich, auch so ein Ding. Aber guck die in die andere Richtung, guck die nach. Ich denke mir halt, wenn, also das Foto ist also nicht gespiegelt oder irgendwie. Das heißt, die würde in dem Fall ja dann nach da gucken. Ich mach's hier, aber da bin ich mir auf einmal jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Ach du Kacke. Nein, guck's dir an. Wie frech. Wie frech. Was hab ich denn gemeint? Da ist doch aber auch so ein... Ach, shit, ich hab das Teil... Ah, Mann. Das habe ich von meinem geistigen Auge gesehen, ja. Und das habe ich auch gemeint mit der Ausrichtung, ne? Ich dachte, vielleicht steht irgendwie hier und vom Foto her geht es ja nicht. Da wird jetzt zurückgucken. Ich weiß aber, dass das Teil in die richtige Richtung zeigt. Weil ich schon sowas gesagt habe wie, komm, Larry, steig auf. Ja, okay, da ist das andere. Ja, shit. Genau, die Position zumindest genannt. Aber die haben City Spawn, die habe ich komplett vergessen. Aber auf der anderen Seite, wenn man ehrlich ist. Wenn man ganz ehrlich ist. Die ist auch extrem unscheinbar, oder? Also dieser gesamte Bereich hier ist, oder? Guck mal, du weißt ja, du kaufst ein, ich gehe auf BR, und dann hast du sie für eine Sekunde gesehen, das war's. Wenn du hier rumläufst, ne, keiner macht da großartig was mit der irgendwie so von wegen, gut, ich gehe auf B, Jungs. Achtung, da kommen welche von A. Oh shit, okay, ich gehe rüber. Also das war wirklich höchst schnuckelig, meine Damen und Herren. Schreibt gerne, wie es bei euch gelaufen wäre. Hättet ihr ja mitgejallert, beziehungsweise ihr müsst ja nicht die Punkte schreiben, aber was hättet ihr direkt gewusst, wie schnell vielleicht auch und bei welchen Spots wärt ihr voll daneben gelegen oder hättet halt einfach keinen Plan gehabt. Ja, vielen, vielen Dank. Auch fürs Zusehen natürlich. Danke für die Likes, danke für die Kommentare. Schreibt natürlich gerne, wie euch das hier gefällt. Ich find's richtig sweet. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Wir sehen uns somit im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt's immer Videogames, dort gibt's die ganzen großen Skin-Giveaways und ganz viel Spaß natürlich und Unterhaltung. Let's go, Allah!
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken fetten Mutter auf die Bühne.